Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich, dass wir Sie nach einer Woche intensiver Verhandlungen informieren dürfen über den Fortschritt, aber auch über die Ergebnisse dieser Woche. Wie Sie wissen, haben wir ganz bewusst mit der Budgetsituation begonnen und ich bin froh, dass wir Ihnen da heute auch einen ersten Überblick geben dürfen. Wir haben deshalb bewusst mit der Budgetsituation begonnen, weil das natürlich die Basis auch ist, um die politischen Ziele, die wir uns gemeinsam stecken, auch Realität werden zu lassen. Auf den ersten Blick haben wir in Österreich eine relativ positive Großwetterlage. Wir haben, wie Sie wissen, eine recht gute Konjunktur. Wir haben im Moment nach wie vor sehr niedrige Zinsen. All das also einmal grundsätzlich positiv zu bewerten. Wenn man dann genauer hinsieht, dann zeigt sich aber durchaus, dass es nach wie vor große Herausforderungen gibt, die es zu bewältigen gilt. Zum Ersten die strukturelle Ausgabensituation, das strukturelle Ausgabenproblem, das wir in Österreich haben, das besteht nach wie vor. Und zum Zweiten der Budgetvollzug des Jahres 2017, der läuft zwar gut und auch nach Plan, wir werden hier mit einem strukturellen Defizit von 0,46% des BIPs landen. Aber gleichzeitig ist es so, dass aufgrund der Beschlüsse der Regierung im ersten Halbjahr 2017, Sie wissen, Regierungsprogramm neu, und auch aufgrund der Beschlüsse des Parlaments im Wahlkampf, die Situation für 2018 eine durchaus schwierige ist. Wir haben insgesamt nicht gegenfinanzierte Beschlüsse von rund 3 Milliarden Euro. Das setzt sich zusammen aus 650 Millionen Beschlüsse im Parlament in der Wahlkampfzeit und rund 2,3 Milliarden Regierungsbeschlüsse im Bereich des Regierungsprogramms neu im ersten Halbjahr 2017, die zwar budgetiert, aber noch nicht gegenfinanziert sind. Das ist die Ausgangssituation, mit der wir zu arbeiten haben. Das ist eine Situation, die, ich würde mal sagen, nicht zu 100% wünschenswert ist, aber es ist eine Situation, mit der wir arbeiten können und auch arbeiten werden. Ja, aufgrund der dargestellten Situation sind wir eben in einer Situation, wo wir nicht gegenfinanzierte Maßnahmen ja auf dem Tisch auch liegen haben, die von der bisherigen Regierung auch beschlossen worden sind, die vor allem ab 2018 auch budgetwirksam werden. Und nach den aktuellen Berechnungen und Prognosen des Finanzministeriums bedeutet das, dass das strukturelle Budgetdefizit eben, wenn wir nichts tun und nicht strukturell auch im Bereich der Effizienzsteigerung und einer Strukturreform auch ansetzen, bei einem Budgetdefizit bei 1,5% des Bruttoinlandsprodukts liegen würden. Und so gesehen haben wir da natürlich einen Handlungsbedarf, um 1% herunterzukommen auf die Vorgabe des strukturellen Defizits von 0,5%. Das wird uns natürlich beschäftigen. Es war uns jetzt wichtig, dass wir im Sinne einer Seriosität und sagt professionellen Art und Weise auch uns mit Qualität an die Verhandlungen auch annähern und da herangehen. Denn es war wichtig, einmal hier einen Ist-Bestand, eine Bestandsaufnahme vorzunehmen. Wie sieht es im Allgemeinen aus? Und es kann ja nicht der Zugang sein, das Motto der Verhandlungen so zu beginnen: Wünscht ihr was? Und schreiben wir jetzt alle auf, was wir uns da gegenseitig wünschen und was die Optimalsituation wäre. Und dann am Ende kommt die Budgetrealität auf uns zu und all das, was wir an Inhalten verhandelt und festgelegt haben, wäre dann nicht erfüllbar. Also das wäre ein unredlicher, ein nicht qualitativer Zugang gewesen. So gesehen haben wir gesagt, wir machen das anders. Wir erarbeiten diese Grundlagen mit den Experten aus dem Finanzministerium. Wir definieren, wie schaut die Budgetgrundlage aus, damit wir mal die Nulllinie auch haben, wo wir dann auf diesem Fundament auch entsprechend aufbauen können. Und so gesehen ist jetzt einmal die Bestandsaufnahme im Sinne eines sorgfältigen Kaufmanns erfolgt, nach dem Motto auch der schwäbischen Hausfrau: Wir können nicht mehr ausgeben, als wir einnehmen. Und natürlich heißt das noch nicht, dass wir einen Budgetpfad schon definiert haben, sondern wir haben jetzt die Nulllinie und werden uns dann auch entsprechend damit beschäftigen. Und wie gesagt, die Ausgangsposition ist nicht so einfach, wie man es sich wünschen würde. Aber, und das kann man schon festmachen, wir halten an unseren ambitionierten Zielen für eine positive Umgestaltung
und auch nachhaltige Entlastung in Richtung der 40% Steuer- und Abgabenquote fest. Denn unser Anspruch ist es eben nicht, etwas fortzuschreiben, was in den letzten Jahren nicht optimal gelaufen ist und daher auch nicht die bisher ausgetretenen Pfade weiter zu beschreiten, sondern eben neue Wege zu gehen, um eine nachhaltige Zukunftsfähigkeit auch zu schaffen. Und so gesehen, wenn man keine Reformen in Angriff nimmt von unserer Seite, na, dann würde man im Bereich des strukturellen Defizits, so wie wir es heute auch vorliegen haben, keinen optimalen Weg beschreiten. Denn dann würde auch die gelbe Karte von Seiten der Europäischen Kommission natürlich in Folge auf uns zukommen. So gesehen kann man festhalten als Abschluss, wir haben schon viel, viel Zeit verloren in den letzten Jahren und es ist daher jetzt wirklich Zeit, hier ernsthaft und nachhaltig auch die notwendigen Effizienz- und Reformschritte auch zu setzen und die nachhaltigen Entscheidungen auch so zu treffen, damit wir mit unseren ambitionierten Zielen einer Entlastung für alle Erwerbstätigen auch rasch sozusagen erfolgreich sind. Ja, wir haben uns ja ganz bewusst entschieden, mit dem Budget zu starten, was ich für eine vollkommen richtige Entscheidung erachte, damit wir jetzt die Möglichkeit haben, auch in die inhaltliche Arbeit einsteigen zu können. Wir haben uns da ganz bewusst gleich zu Beginn auf einen Umgang, einen ordentlichen Umgang miteinander, aber auch auf transparente Verhandlungen verständigt und wir haben uns auch Gedanken darüber gemacht, wie kann und soll unser gemeinsames Politikverständnis aussehen. Sie haben hier auch eine Unterlage erhalten, wo wir uns auf Spielregeln geeinigt haben für die Verhandlungen, aber auch ein gemeinsames Politikverständnis versucht haben zu definieren. Ich darf das vielleicht ganz kurz zusammenfassen. Wir wollen diese Verhandlungen nicht nur ordentlich im Umgang miteinander führen, sondern wir wollen vor allem Sie auch regelmäßig informieren, diesen Verhandlungsprozess möglichst transparent gestalten. Das bedeutet, die Steuerungsgruppe wird weiterhin regelmäßig Sie über den Fortschritt der Verhandlungen informieren. Darüber hinaus unser Politikverständnis. Ich darf hier vielleicht ein paar Punkte herausgreifen. Sie haben die Unterlage vor sich. Wir haben uns gemeinsam darauf festgelegt, dass uns wichtig ist, eine nachhaltige Finanzierung als Basis unserer Politik sicherzustellen. Der Herr Strache hat vorher schon angesprochen, nicht mehr ausgeben, als wir auch zur Verfügung haben. Wir agieren auf Grundlage der Verfassung und des Europarechts. Wir wollen ganz bewusst Politik über den nächsten Wahltag hinaus machen. Das heißt, es ist uns wichtig, generationengerecht zu agieren. Und wir haben eine klare Vorstellung von einem schlanken, effizienten Staat, der versucht, möglichst wenig Regulierung und Bürokratie zu schaffen, damit ein Maximum an Freiheit für die Bevölkerung möglich ist. Das sind Ziele, das ist unser Politikverständnis, auf das wir uns auch in dieser Woche schon verständigt haben. Ja, danke. Wir haben darüber hinaus neben den Spielregeln und dem gemeinsamen Fahrplan für die Regierungsverhandlungen uns auch auf sogenannte Metaziele und Zukunftsprojekte, sogenannte Leitlinien für die Clustergruppen und auch die Fachgruppen auch geeinigt. Und diese Leitlinien betreffen die unterschiedlichsten Clusterbereiche, die wir auch definiert haben und die Ihnen ja auch schon präsentiert worden sind, nämlich zum Themenbereich Staat und Gesellschaft, schlanker Staat und eine starke Gesellschaft sozusagen als eine Überschrift zu definieren, mit folgenden Festschreibungen, auf denen wir sozusagen inhaltlich aufbauen wollen, nämlich dass der Fokus der gesamten Bundesregierung auf die aktive Gestaltung des österreichischen EU-Vorsitzes und eben auch ein Bekenntnis zur Weiterentwicklung der Europäischen Union vor dem Hintergrund des subsidiären Prinzips sozusagen gerichtet ist. Dann ein Bekenntnis zu einer weiteren Stärkung des effektiven Zusammenarbeit auch im Rahmen internationaler Organisationen, die Vereinten Nationen oder auch OSZE, wo wir natürlich mit unserem Engagement uns dort auch wieder verstärkt einbringen wollen als Ort des Dialogs in Fragen wie Abrüstung oder auch für friedliche Lösung von Konflikten und den Schutz der Menschenrechte. Wir haben darüber hinaus das klare Bekenntnis zu einer aktiven österreichischen Neutralitätspolitik auch festgeschrieben, die volle Transparenz über staatliche Förderleistungen schaffen zu wollen, nämlich auch eine Transparenzdatenbank effektiv umzusetzen, die Stärkung direkt demokratischer Mitbestimmung als eine Leitlinie
und auch weniger Bürokratie, nämlich wenn es um die gesetzlichen Entwicklungen mit einer Ablauffrist auch geht. Und die Modernisierung der Sozialpartnerschaft. Alles ist in dieser ersten Gruppe sozusagen als Leitlinien, mit den Leitlinien auch definiert, die natürlich jetzt auch vertieft werden sollen dann in den Clustergruppen und in den Fachgruppen. Als zweiten entscheidenden Punkt, nämlich der Clustergruppe Sicherheit, Ordnung und Heimatschutz, klare Ordnung und sichere Heimat. Ein paar Punkte stellvertretend, denn Sie erhalten die Unterlagen ja so oder so. Ich werde es daher abkürzen. Aber eine umfassende Strafrechtsreform, wenn es um Gewalt und Sexualverbrechen auch geht, damit hier entsprechend auch die Strafen, ich sage bewusst, verschärft werden und dass wir hier auch einen Unterschied setzen zwischen ich sage bewusst auch Delikten im Finanzbereich und Delikte gegen Leib und Leben. Da muss es einfach auch einen qualitativen Unterschied auch in der Bewertung geben. Bessere Ausstattung der Exekutive, natürlich erhöhte Polizeipräsenz im öffentlichen Raum. All das, was sozusagen im Bereich der Sicherheitsoptimierung notwendig ist. Strikte Maßnahmen zur Unterbindung der Aktivitäten des politischen Islam in Österreich. Grenzraumsicherung in Österreich, solange die EU-Außengrenzen eben nicht entsprechend geschützt und gesichert werden, um eben die illegale Migration zu stoppen. Und auch wieder selbst zu entscheiden, wer nach Europa zuwandert und wer nicht. Ein Bekenntnis zu einem starken österreichischen Bundesheer und auch zur umfassenden Landesverteidigung, aber auch, dass wir das Staatsbürgerschaftsgesetz straffen wollen. Da gibt es einige Bereiche, da muss unbedingt nachgearbeitet werden. Der dritte Bereich, nämlich soziales Fairness und neue Gerechtigkeit, nämlich echte Fairness und neue Gerechtigkeit, im Sinne auch einer sozialen Verantwortung, die wir haben, wo wir folgende Punkte festgeschrieben haben als Leitlinien. Die Wartefrist bei einem fünfjährigen legalen Aufenthalt in Österreich als eine Voraussetzung bei Transferleistungen, wenn es um Mindestsicherung, Kinderbetreuungsgeld geht und Schaffung einer österreichweit einheitlichen Regelung der Mindestsicherung, nämlich inklusive einer Deckelung sowie einer Mindestsicherung Leit, ich sage jetzt Klammer, Modell der Sachleistungen für Asylberechtigte nach dem Vorbild, aber der Modelle in Ober- und Niederösterreich. Wir haben uns festgelegt, auch unter diesem Clusterpunkt, die Verschlankung der Strukturen in der österreichischen Sozialversicherung, nämlich im Sinne einer Zusammenlegung der verschiedenen Träger in Angriff zu nehmen, Maßnahmen zu setzen, um das faktische Pensionsalter kontinuierlich auch an das gesetzliche Pensionsantrittsalter heranzuführen. Aber auch die Bekämpfung der Altersarmut als einen ganz wesentlichen Bereich, weil da haben wir wirklich Handlungsbedarf in unserer Gesellschaft. Die Betreuung und Pflege in den eigenen vier Wänden muss leistbarer werden. Auch hier ist ein Handlungsbedarf eine der Leitlinien, die hier definiert wurde, die wir mit inhaltlichem Futter auch jetzt dann bei den Verhandlungen natürlich weiter definieren wollen. Maßnahmen zur gesellschaftlichen Anerkennung, der Leistungen innerhalb der Familie, wenn es nämlich um erbrachte Familienleistungen geht, das auch nicht nur wertzuschätzen, sondern auch, ich sage, da oder dort vielleicht in Zukunft auch nicht nur anzuerkennen, sondern auch anzurechnen, wenn es um Pensionsleistungen geht. Effizienzsteigerungen im Gesundheitssystem sowie Bekenntnis natürlich zu einer medizinischen Versorgungssicherheit, unabhängig von Wohnort und Einkommen. Das ist einfach die Verantwortung, die wir haben. Das sind jetzt die Überschriften der ersten drei Clustergruppen und die weiteren wird Sebastian Kurz auch definieren. Ich darf vielleicht noch ein paar Worte sagen zu den Clustern Standort und Zukunft. Auch da haben wir gemeinsam Leitlinien definiert für die Verhandlungen in den Fachgruppen. Was den Standort betrifft, so haben wir ein gemeinsames Bewusstsein, dass wir als Land nur erfolgreich sein können mit einer starken Wirtschaft. Es wird zu Recht in der Wirtschaft über die Bürokratie und das Ausmaß an Regulierung geklagt, insofern ein klares Ziel, die Reduktion von Vorschriften und Regeln, die Beseitigung von Schikanen, damit wir als Land auch wieder wettbewerbsfähiger werden. Zum Zweiten, Heinz-Christian Strache hat das schon zu Beginn angesprochen, das klare Ziel von unserer Seite, eine Senkung der Steuer- und Abgabenquote in Richtung 40%. Das wäre der EU-Schnitt, das wäre das deutsche Niveau. Das muss für uns in Österreich auch machbar sein, damit arbeitenden Menschen wieder mehr überbleibt. Wir haben uns hier ganz bewusst entschieden, auf Kinder, Familien und arbeitende Menschen fokussieren zu wollen bei unseren Steuerentlastungen, die wir planen. Und die Umsetzung einer Bioökonomiestrategie und die Reduktion
der Importabhängigkeit Österreichs im Energiebereich. Das sind natürlich Maßnahmen, die notwendig sind, einerseits um die heimische Wirtschaft auch zu stärken, zum Zweiten aber natürlich auch, um im Kampf gegen den Klimawandel erfolgreich zu sein. Im Bereich Zukunft ist die Basis, dass wir als Österreich langfristig erfolgreich sein können, natürlich eine bestmögliche Bildung. Wir haben uns daher darauf verständigt, dass wir eine Bildungspflicht anstreben, Deutsch vor Schuleintritt als Basis, dass man in der Schule überhaupt starten kann, Deutschklassen bzw. die Förderung im Kindergarten für all jene, die nicht ausreichend Deutsch können, bevor sie in die Schule einsteigen, und eine Bildungspflicht am Ende der Schulzeit, also Mindeststandards im Lesen, Schreiben und Rechnen, damit die Jugendlichen auch bereit für den Arbeitsmarkt sind. Wir wollen die Chancen der Digitalisierung nutzen. Die Digitalisierung, Sie wissen, das bringt natürlich auch Herausforderungen mit sich, sie bringt aber vor allem auch viele Chancen mit sich, wenn man zum Beispiel an eine effiziente und bürgernahe öffentliche Verwaltung denkt, an einen serviceorientierten Staat, gibt es hier viele Möglichkeiten, die wir ergreifen wollen. Wir haben uns auch bewusst entschieden, ein Infrastrukturgesetz mit klarer Definition des öffentlichen Interesses im Sinne der Modernisierung Österreichs zu schaffen. Und wir haben uns geeinigt darauf, dass wir den ländlichen Raum stärken wollen, auch durch die Ansiedlung nachgelagerter Stellen des Bundes, insbesondere in strukturschwachen Regionen, aber natürlich auch der Ausbau der Infrastruktur, insbesondere im Mobil- und Breitbandbereich. Der letzte oder die letzten Punkte, die ich noch ansprechen darf, ein Paradigmenwechsel vom Billigstbieter zum Bestbieterprinzip zur Stärkung der regionalen Wertschöpfung sowie auch ein Bekenntnis zur starken österreichischen Landwirtschaft, die nur stark bleiben wird, wenn es weiterhin bäuerliche Familienbetriebe gibt, und natürlich auch die Erarbeitung und Umsetzung einer Gesamtforschungsstrategie, auch ein Bereich, wo es sehr viele fördernde Stellen gibt und wo man wahrscheinlich durch eine Zusammenführung nicht nur gut im Input, sondern auch besser im Output werden kann. Ich hoffe, wir haben Ihnen da einen ersten Überblick geben können. Wie schon einleitend von Heinz-Christian Strache gesagt, das sind die Leitlinien, die wir unseren Verhandlern mitgeben, um die Verhandlungen in den Fachgruppen nun aufzunehmen. Was jetzt auf uns wartet, ist natürlich sehr viel an Detailarbeit bzw. auch Notwendigkeit, hier in die Tiefe zu gehen. Aber ich bin froh, dass wir uns auf gemeinsame Leitlinien und Zukunftsprojekte hier einigen konnten. zu dieser Wartefrist der Transferleistungen. Erwarten Sie, dass das in der EU zulässig sein wird? Ich glaube, dass in Ihrem Programm ja kurz steht schon, dass man das in der EU irgendwie verhandeln soll. Wenn Sie das einfach unilateral einführen, erwarten Sie nicht, dass das auch Konsequenzen für Österreicher im Ausland haben wird? Also das ist etwas, das wir nicht nur beide wollen, sondern auch beide in unterschiedlicher Ausformulierung in den Programmen hatten. Wir haben ja von Anfang an klar festgelegt, dass für uns Europarecht, aber auch unsere Verfassung Basis für unser politisches Tun ist. Also es wird an uns liegen, hier eine europarechtskonforme Regelung zu schaffen. Aber ich bin da eigentlich guter Dinge, denn die Niederlassungsfreiheit ist die Freiheit, überall in Europa arbeiten zu dürfen, aber es ist nicht die Freiheit, sich das beste Sozialsystem auszusuchen. Und insbesondere was die Flüchtlinge betrifft, handelt es sich ja hier um Drittstaatsangehörige. Das heißt, es ist hier natürlich. Wie bitte? Davon rede ich nicht, ich rede von EU-Bürgern. Also innerhalb der EU, glauben Sie, dass das zulässig sein wird? Ich rede hauptsächlich von anderen. Ja, aber wenn Sie sich den Vorschlag anschauen, der vor Ihnen liegt, dann werden Sie sehen, dass es hier einen konkreten Vorschlag gibt zur Mindestsicherung für Flüchtlinge. Wir haben das Mindestsicherung Light genannt. Das orientiert sich am oberösterreichischen und am niederösterreichischen Modell. Und das ist selbstverständlich eine Regelung, die europarechtskonform ist. Zwei Fragen. Sie haben darüber geklagt, dass die bisherige Regierung Maßnahmen in Höhe von 3 Milliarden beschlossen hat und deshalb es budgetäre Probleme gibt. Gibt es Überlegungen, einen Teil dieser beschlossenen Maßnahmen
wieder rückzuabwickeln, eine Rückabwicklung davor zu nehmen? Und vielleicht die zweite Frage, als Überschrift steht da Modernisierung der Sozialpartnerschaft. Was heißt das konkret? Von wem von uns beiden wollen Sie eine Antwort? Wie bitte? Von beiden. Von beiden. Ja. Also Modernisierung der Sozialpartnerschaft ist jetzt einmal, wie Sie richtig feststellen, eine Leitlinie und Überschrift, die jetzt mit Leben erfüllt werden muss. Und genau über diese Details werden wir uns dann ja auch in den weiteren Verhandlungen auch versuchen zu finden. Ja? Und da gibt es natürlich unterschiedliche Positionierungen. Aber ich sage, natürlich ist eines klar, auch dort muss sich etwas weiterentwickeln. Wir sind heute in einer Situation, wo es Zwangsmitgliedschaften gibt und Zwangsgebühren gibt und auch Einnahmen in einer entsprechenden Höhe gibt und man auch dort Rücklagen und Immobilieninvestitionen trifft. All das gehört einmal ernsthaft und ehrlich beleuchtet. Ist das noch zeitgemäß? In welcher Art und Weise kann es nachhaltige Verbesserungs- und Reformschritte geben im Interesse auch aller Mitglieder? Und darüber werden wir uns natürlich dort unterhalten. Und dann, wenn es ein Ergebnis gibt, das auch der Öffentlichkeit präsentieren. Da ist jetzt einmal alles möglich. Ja, wir sind ja am Beginn. Wir haben jetzt diese Nulllinie, wie wir festgehalten haben. Deshalb einmal auch die Definition. Und zu dem zweiten Budgetfahrplan, soweit sind wir noch nicht. Wir haben jetzt einmal die Nulllinie, wir haben das Fundament, wir haben die Bestandsaufnahme gemacht, wir haben festgestellt, dass wir ein strukturelles Defizit 2018 hätten, würden wir es so belassen, wie es ist. Das wäre unverantwortlich, auch das muss man festhalten. Das Ziel ist, das strukturelle Defizit bei 0,5% sicherzustellen. Wie wir das sicherstellen, auch darüber werden wir dann in den nächsten Tagen und Wochen auch verhandeln und eine Festlegung treffen. Vielleicht, ja, ich sage noch zwei Worte dazu, weil es mir wichtig ist. Sie haben gesagt, wir haben beklagt. Also ich glaube, wichtig ist einmal festzuhalten, wir haben beide nicht beklagt, ja, sondern es geht gar nicht darum zu klagen oder zu jammern, sondern es geht darum, dass man wissen muss, wie ist die Ausgangssituation. Man kann eine vernünftige Politik nur machen, wenn man auch weiß, wie groß ist der finanzielle Spielraum. Ja? Was müssen wir an Maßnahmen zur Gegenfinanzierung setzen, um uns auch unsere Vorhaben, die wir uns gesetzt haben, leisten zu können. Also es geht nicht darum zu klagen, sondern es geht darum festzuhalten, wie ist die Ausgangssituation. Und die ist, wie sie ist. Natürlich ist das eine gewisse Herausforderung, wenn hier Maßnahmen nicht nur von der Regierung, sondern auch Parlamentsbeschlüsse gefasst worden sind, die nicht oder noch nicht gegenfinanziert sind. Aber es ging nicht darum zu klagen, sondern es ging einfach darum, einmal festzulegen, wie ist die Ausgangssituation, weil man nur darauf aufbauend sinnvolle Verhandlungen führen kann. Heinz-Christian Strache hat das vorhin schon gesagt, zuerst über Inhalte zu verhandeln, ohne zu wissen, wie ist die Budgetsituation, das kostet sehr viel Zeit, weil sie verschwendet ist und weil man ohnehin dann einmal die Budgetsituation klären muss. Also insofern, glaube ich, sind wir da auf einem guten Weg und wir werden uns anschauen, was wir uns leisten können, was wir uns vielleicht nicht leisten können, wo wir eigene Schwerpunkte setzen wollen. Wir sind mitten in den Verhandlungen. Was notwendig sein wird, ist nicht mehr auszugeben, als wir zur Verfügung haben. Und was unser großes Ziel ist, ist eine Steuerentlastung sicherzustellen. Das heißt, was ich Ihnen jetzt schon garantieren kann, ist, es wird Reformen brauchen. Versucht werden müssen, das Ausgabenproblem, das wir in Österreich haben, in den Griff zu bekommen, weil das ist die Basis dafür, dass wir auch eine Steuerentlastung zustande bringen können. Und was die Reform der Sozialpartnerschaft betrifft, da ist eher alles gesagt worden. Es gibt unterschiedliche Konzepte, die gilt es jetzt auszuverhandeln. Ich habe zwei Fragen zum Ziel der einheitlichen Mindestsicherung. Ist das Ziel, dass man wieder versucht, eine Einigung zwischen allen neuen unterschiedlich regierten Bundesländern zu schaffen, oder ist das Ziel, dass das eine Bundessache wird, dass künftig die Bundesregierung eben eine einheitliche Regelung für ganz Österreich festlegen kann? Und zweite Frage, Maßnahmen im Pensionsbereich. Ist aus Ihrer Sicht eine größere Pensionsreform notwendig? An beide? Also was wir im Pensionsbereich vorhaben, das haben wir dargelegt. Es ist aus unserer Sicht notwendig, das faktische Pensionsantrittsalter anzuheben. Es wird ja in Österreich viel über das Gesetzliche diskutiert. In Wahrheit sind wir beim Faktischen aber oftmals noch ganz schön weit vom Gesetzlichen entfernt. Also da ist es natürlich notwendig, besser zu werden. Und der zweite Punkt Ihrer Frage in Richtung Mindestsicherung. Also wir werden sicher nicht zuschauen, wenn es Fehlentwicklungen gibt.
insbesondere wenn man sich die Situation in Wien anschaut, da steigen die Kosten ständig, die Kosten steigen sehr, sehr schnell. Da braucht es einfach eine Veränderung und wir werden mit den Möglichkeiten, die wir auf Bundesebene haben, hier versuchen, eine österreichweit einheitliche Regelung zustande zu bringen, zumindest aber ganz klare Vorgaben machen, was leistbar ist und was nicht. Also nein, da, Herr Strache einfach noch. Also wir haben das da im absoluten Konsens auch so in der Richtung gemeinsam vorher schon besprochen. Und es ist natürlich die bundeseinheitliche Zielsetzung gegeben und die Möglichkeiten werden wir versuchen zu nutzen. Nutze ich gerne die Gelegenheit. Aber bitte zu einem etwas anderen Thema, die Frage des Nationalratspräsidiums. Haben Sie da schon entschieden, wen Ihre Parteien entsenden werden? Ja, also bei uns wird, wie wahrscheinlich für Sie überraschend, der dritte Nationalratspräsident Ingenieur Norbert Hofer sein. Wir werden ihn zum dritten Nationalratspräsidenten auch vorschlagen. Und da sind wir in einer kontinuierlichen Entwicklung. Bei uns ist diese Entscheidung erst zu treffen, aber ich werde die zeitgerecht auch öffentlich bekannt geben. Und als Klubobmann werde ich wieder vorgeschlagen. Ich hätte zwei Fragen. Und, die erste ist zur direktdemokratischen Mitbestimmung. Haben Sie sich da auf eine Prozentzahl geeinigt, ab wann es eine Volksabstimmung geben soll? Da gibt es ja auch unterschiedliche Ansichten zwischen FPÖ und ÖVP. Und dann hätte ich eine zweite Frage, und zwar der Gemeindebund sagt, dass sich die Kosten beim Pflegeregress nicht ausgehen werden. Er sagt, dass es mindestens 300 bis 400 Millionen Euro im Jahr kostet und eben nicht die 100 Millionen. Ist man da bereit, von Seiten quasi einer möglichen neuen Regierung da Geld nachzuschießen? Sollte sich das tatsächlich nicht ausgehen? Ich verstehe ja die Ungeduld natürlich, aber wir sind halt real am Beginn einer Bestandsaufnahme, wie heute dargelegt, des Budgets. Jetzt geht es dann aufgrund dieser Bestandsaufnahme in die inhaltlichen Verhandlungen. Jetzt haben wir uns zu Leitlinien sozusagen gemeinsam, diese Leitlinien gemeinsam festgelegt, die jetzt dann auch mit inhaltlichem Futter unterlegt werden. Sie wollen eine Frage oder stellen eine Frage und wollen eine Antwort darauf, die am Ende eines Regierungsverhandlungspaktes zu beantworten sein wird, nicht jetzt. Ich verstehe daher die Frage jetzt nicht. Ja. Die ist nicht zu beantworten. Wir haben unsere Vorstellungen, die kennen Sie, ja, die kennen wir. Und jetzt beginnen wir mit den Verhandlungen und werden am Ende hoffentlich ein gutes gemeinsames Ergebnis für Österreich sicherstellen. Das war die Frage zur direkten Demokratie. Und zur zweiten werden wir uns das natürlich anschauen und auch entsprechend bewerten und durchrechnen müssen. Ja? Und keine Frage, ja? Es wird am Ende nach einer ordnungsgemäßen Bewertung von uns zu definieren sein, inwieweit wir hier natürlich den Gemeinden zur Seite springen. Ich hätte eine ökonomische Frage. Das war diesen Nulldefizit. Warum hängen Sie eigentlich beide so an diesem Nulldefizit? Jetzt bei der ÖVP ist es relativ klar, eine Wirtschaftspartei, aber bei der Freiheitlichen Partei war das nie so ganz klar, denn Investitionen in die Zukunft kosten eben am Anfang Geld. Defizitspending und mehrere Generationen haben vielleicht dann etwas davon. Wie geht sich das aus? Kein neues Defizit, aber Generationengerechtigkeit. Deshalb sind wir ja keine Nulldefizit-Fetischisten und haben ja beide auch festgehalten, dass das etwas ist, das wir mittelfristig, und über den Fahrplan werden wir auch noch reden, bis 2022, 2023, 2024 vielleicht erreichen werden. Aber eben nicht in nächster Zeit, weil wir eben genau diese soziale Verantwortung, das Prinzip der Fairness und der Gerechtigkeit und vor allen Dingen einer guten, nachhaltigen Entwicklung im Auge haben. Das wollen wir auch nicht übers Knie brechen. Aber dass Strukturreformen, Effizienzsteigerungen notwendig sind, dass man in Zukunft insgesamt bei einer Entwicklung darauf achten wird müssen, nicht mehr auszugeben, als man einnimmt. Ich glaube, das sind Grundregeln und auf die haben wir uns einmal prinzipiell geeinigt. Und dann gilt es natürlich im Sinne von Prioritätensetzungen zu definieren. Wo ist es notwendig zu investieren und wo gibt es bis dato Investitionen, die eher sozusagen dem politischen Klüngel oder gewissen Vereinsstrukturen geholfen haben, aber nicht der Gesellschaft und nicht den Menschen im Land. Und das werden wir entsprechend bewerten. Das heißt, die muss 2020? Ich muss einmal vielleicht mit einem Irrtum aufräumen. Wenn wir Reformschritte setzen, dann ist es nicht so, dass wir nächstes Jahr das Nulldefizit erreichen, sondern wenn wir Reformschritte setzen,
dann wird es uns hoffentlich gelingen, dass wir den Budgetpfad, der für Österreich auch vorgegeben ist, von seitens der Europäischen Union einhalten können. Ich habe das vorher schon ausgeführt. Wir sind beim strukturellen Defizit von 0,46 im Jahr 2017, hätten einen Budgetpfad, der anders aussieht, als er sich darlegt aufgrund der Beschlüsse, die gefasst wurden im Parlament, aber auch von der Regierung. Das heißt, wenn wir nichts tun, dann liegen wir im nächsten Jahr bei 1,5% Defizit. Also da kann man nicht wirklich von einem Nulldefizit sprechen. Also insofern, die Maßnahmen, die wir setzen, sind notwendig, oder die Maßnahmen, die wir hoffentlich setzen, sind notwendig, damit wir unseren Budgetpfad nicht fundamental verlassen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, wenn man sich die Schuldensituation ansieht, aber auch die Rahmenbedingungen im Moment, dann kann man nur sagen, in anderen Ländern schaut es ganz anders aus. In Deutschland gibt es im Moment Überschüsse. Wir haben eine eigentlich relativ gute wirtschaftliche Situation. Wir haben so niedrige Zinsen wie überhaupt noch nie. Und wir haben trotzdem in Österreich einen Schuldenstand von rund 80% des BIPs. Also, dass wir ein Ausgabenproblem haben, das, glaube ich, ist offenkundig. Und insofern sollten wir die relativ solide wirtschaftliche Entwicklung, aber auch die niedrigen Zinsen nicht dazu nutzen, um uns zurückzulehnen und zu sagen, sind wir froh, dass sich's im Moment so halbwegs ausgeht und darauf warten, bis die Zeiten wieder schlechter werden, sondern wir sollten diese Phase nutzen, um Reformen zu setzen, dass wir das Ausgabenproblem, das wir haben, in den Griff bekommen. Vielleicht nur auch ganz kurz noch anmerkend. Ja. Wir haben ja neben den strukturellen Problemen, die es im Land gibt, das Glück, das ja niemand vorhergesehen hat, nämlich dass aus China ja, ein Wirtschaftswachstum möglich geworden ist, im Sinne auch guter Exportentwicklungen. Das ist das Glück. Ja. So etwas war nicht zu prognostizieren, weil die Chinesen haben sicherlich im Jahr 2015 noch nicht den Plan A von irgendjemandem gekannt, ne? Um mal auch mit der mehr aufzuräumen. Und wir haben ein strukturelles Problem. Ja. Und wie angesprochen, wir haben einen Schuldenstand 80% zum BIP, über 300 Milliarden Euro. Wir reden noch gar nicht von einer Schuldenrückzahlung oder Tilgung. Ja. Aber wir müssen dieses strukturelle Problem bei uns in den Griff bekommen. Und wenn man dann von Defizit spricht, ich meine, strukturelles haben wir ja angesprochen, nominelles wäre das ja 4,7%. Ja. Das heißt, das ist in Wahrheit der Pfad, der vorgegeben ist, ja, und der auch von der bisherigen Regierung ja auch im letzten Jahr eingehalten wurde. Und das sollte ja jetzt auch der Fall sein. Und so gesehen, um das auch zu verstehen oder noch einmal vielleicht da den Schwerpunkt darauf zu legen und das zu betonen. Ja. Ich hätte noch eine Frage zu dieser 5-Jahres-Wartefrist. Und zwar gilt die dann auch für Österreicher? Das ist ja, glaube ich, eine Überlegung, damit das EU-rechtlich irgendwie kompatibler wäre. Und falls ja, wären das dann 5 Jahre am Stück? Also es gibt ja, wie Sie wissen, das niederösterreichische und das oberösterreichische Modell, das uns als Vorbild dient. Darauf haben wir uns verständigt. Und sobald wir hier eine detaillierte Regel gemeinsam geschaffen haben, werden wir Sie natürlich informieren. Aber wenn Sie sich das niederösterreichische und das oberösterreichische Modell anschauen, dann wissen Sie, wo grundsätzlich die Reise hingeht. Es muss natürlich europarechtskonform ausgestaltet sein, das ist ganz klar. Nachdem Norbert Hofer kritisiert hat, dass Bundesbehörden abgesiedelt werden sollen in die Bundesländer, ist das auch Ihre Meinung, dass er lehnt das ab, ist das auch Ihre Meinung, Herr Strache? Da müssen Sie den Norbert Hofer richtig zitieren. Er hat die Bundesumweltbehörde angesprochen und hat also kritisiert, dass das dort sozusagen für ihn absolut unverständlich ist, dass von der bisherigen Regierung so ein Beschluss gefasst wurde, dass im Bereich der Bundesumweltbehörde man von Wien nach Klosterneuburg wechseln will und dort 3.500 Arbeitsplätze sozusagen von Wien nach Klosterneuburg verlegt und das nicht unbedingt die Stärkung des ländlichen Raums darstellt. Ja. Und das hat er zu Recht kritisiert in meinen Augen, was insgesamt sozusagen Bewertungen betrifft, dass wir natürlich, wenn es um den ländlichen Raum geht, um die Stärkung des ländlichen Raums geht und da auch entsprechende Schwerpunktsetzungen möglich sind, nur das wollen wir sehr wohl im Auge haben. Diesen einen Punkt, den sehen wir sehr kritisch und würden wir am liebsten ändern. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann danke für zahlreiche Erscheinungen. Vielen Dank. Danke. Schönen Tag. Wiedersehen.